Hallo, liebe Jekids. Heute geht es weiter mit unserer Videoserie. Als erstes lernen wir heute das Zeichnen des Violinschlüssels oder Notenschlüssels. Dazu fangen wir hier bei den fünf Linien immer auf der zweiten Linie an. Das ist hier. Und als erstes brauchen wir dazu eine Art Schnecke. Diese geht nach rechts, dann nach unten an die untere Linie. Dann machen wir eine große Schlaufe, die über die fünf Linien drüber geht. Diese geht dann hier runter, überkreuzt die andere Linie. Und wir führen das Ganze bis nach ganz unten und machen einen kleinen Haken. Zack. Oh, was war das denn? Nochmal. Der dachte wohl, ich möchte eine Wolke zeichnen. So. Und nochmal. Ja, so in etwa. Das könnt ihr gerne weiter üben oder mit diesem Video zusammen üben. Zur Erinnerung, die G-Saite, die ist hier, die dritte Saite. Eins, zwei, drei. Wir brauchen die G-Saite nun, um das Lied Geh wie Geister zu spielen. Geh wie Geister, Saite 9. Das Lied Geh wie Geister kann man ganz auf der G-Saite spielen. Die Melodie ist also, besteht eigentlich nur aus einem Ton, und zwar dem G auf der dritten Saite. 1, 2, 3. So, jetzt versuchen wir die Melodie mal zu spielen. Zehn vor. Drei, vier. Große Geister graben gern. Große Sehr schön. Jetzt, damit das etwas gruseliger klingt, können wir auch noch ein paar Effekte einbauen, wie zum Beispiel das Klopfen auf der Gitarre, auf der Decke. So, das kann man. Und dabei können wir weiter die Melodie singen. Vor, drei, vier. Große Geister graben gern. Große Das war der Poltergeist. Jetzt gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, mit der linken Hand auf die Saiten zu hämmern.
also so, dass es so ein bisschen klappert, also wie ein Klappergeist. Das probieren wir mal, dafür brauchen wir die rechte Hand dann nicht. 3, 4. Große Geister. Ihr seht schon, dass ihr hier ganz verschiedene Möglichkeiten habt, dadurch, dass ihr überall auf dem Griffbrett hier eure linke Hand aufsetzen könnt. Sehr schön. Ja, ihr könnt da mit ruhig ein bisschen spielen und ausprobieren, was euch am besten gefällt. Jetzt zu guter Letzt noch die Variante, dass man zwei Saiten, zwei benachbarte Saiten überkreuzt und dann hält mit der linken Hand. Also die muss man gut festhalten in diesem überkreuzten Zustand. Und dann kann man so einen schönen Ton rausbekommen, wenn man die Saiten spielt. Das können wir auch nochmal machen. 3, 4. Was im Ton verrutscht. Eigentlich sollte man die Melodie auf diesem Ton singen. Also nochmal. 3, 4. Bitte probiert damit rum und schaut, welche Variante euch am besten gefällt. Für das Lied D wie Drachen spielen wir auf der D-Saite. Das ist die vierte Saite. 1, 2, 3, 4. Die Finger ruhen sich hier auf der ersten Saite aus und dann spielen wir die D-Saite. Als nächstes spielen wir das Lied D wie Drachen auf der D-Saite. Das ist ganz ähnlich wie das Lied G wie Geister, denn D wie Drachen wird anstatt auf dem G jetzt ganz auf der D-Saite gespielt. Also 1, 2, 3, 4 auf der vierten Saite. Ich spiele einmal die Melodie vor. 3, 4. Durch den dunklen Drachenwald dröhnt des Drachens Donnerhall. Drachendamen denken dann, da dröhnt doch der Drachenmann. Ja, sehr schön. Jetzt ist die Frage, wie klingt denn der Drachendonnerhall? Wie klingen die Drachendamen? Kann man dort vielleicht ein paar ähnliche Geräusche finden, wie wir das bei GW Geister hatten? Hier könnt ihr selbst überlegen und mir eure Vorschläge in der nächsten Stunde zeigen. Ich spiele noch einmal das Lied. Ich spreche diesmal den Rhythmus vor. Denkt bitte dran an die Unterscheidung zwischen Ta und Tao. 3,
Bruder Jakob, die Igelstimme, Gitarrenfuchs, Seite 8. Dazu spielen wir hauptsächlich die D-Seite, die vierte Seite. 1, 2, 3, 4. Los geht's. 3, 4. Jetzt mit Gesang. 3, 4. Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dang, dong. Ding, dang. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. Jetzt spielen wir die Waschbärstimme. Dazu brauchen wir das tiefe G, das man hier auf der sechsten Seite im dritten Bund greift. 1, 2, 3, dritter Bund und mit dem Ringfinger. Die Finger der rechten Hand ruhen sich auf der ersten Seite aus und der Daumen zupft die E-Seite. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nun spielen wir das gleiche nochmal, aber nun singen wir dazu das Lied Bruder Jakob, also die Melodie. 3, 4. Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die
Schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. Der Specht hat auch eine Stimme. Und zwar spielt er ganze 3 Leerseiten dazu als Begleitung. Da haben wir einmal die leere G-Seite. 1, 2, 3 hier. Dann die leere D-Seite. Vierte Seite, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir wieder die dritte Seite. G. Und zu guter Letzt die zweite Seite. Also ergibt sich daraus G, D, G, A. Ich spiele einmal vor. 3, 4. Der Hase hat die Melodiestimme bei Bruder Jakob und die schauen wir uns jetzt genauer an. Der erste Abschnitt, Bruder Jakob, besteht aus 4 Tönen und 3 davon sind unterschiedlich. Das heißt, wir haben G, A, H und wieder G. Das heißt, das G kommt 2-mal vor, also haben wir nur 3 unterschiedliche Töne. G ist die Leerseite, dritte Seite. Und das A greifen wir auf der dritten Seite. 1, 2, 3. Mit dem Mittelfinger nah am Bundstäbchen im zweiten Bund. 1, 2. Und da wären wir. Und das H ist die zweite Seite. Leer. Und danach kommt wieder die Leerseite G. Also G, A, A, G. Wir spielen jetzt nur diesen einen Abschnitt ein paar Mal hintereinander. 3, 4. G. Wem das noch etwas schwierig ist, für wen das schwierig ist, der macht das einfach so, dass er jetzt erstmal nur G und A spielt. Das heißt, Bruder, G, A im Wechsel. Also G und A im Wechsel. G, A, G, A, G, A.
den Finger möglichst nah am Bundstäbchen aufzunehmen, im zweiten Bund, so dass der Ton nicht ploppt, also so klingt, sondern man den ganzen Ton hört. Wenn es bei euch ploppt, ist es aber auch nicht schlimm. Das hat manchmal auch zu tun, wenn der Finger noch nicht kräftig genug ist oder ihr auf dem Mundstäbchen seid, dann ploppt das auch manchmal. Das ist aber nicht so schlimm. Versucht nur, möglichst hinter dem Mundstäbchen zu greifen. Und das Ganze nochmal. Noch einmal langsamer. Wenn ihr das könnt, dann könnt ihr die beiden Leerseiten H und G, also zweite und dritte, Jakob, hinzufügen. Das heißt, nachdem ihr Bruder gespielt habt, Bruder, lasst ihr hier die linke Hand los und spielt H und G. Jakob, Jakob, Jakob. Also der Daumen spielt erst die zweite und dann die dritte. Thank you.